Let's start again. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, euer Spooky Herz. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, meine lieben Freunde, es gibt neue Informationen zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Und zwar sehr, 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 sehr positive Informationen, nach meiner Meinung natürlich. Wie ihr das jetzt gleich empfinden werdet, ist natürlich eure Meinung. Aber nach meiner Meinung nach sind es wirklich super Informationen. Und zwar ist es ja aktuell bekannt, dass eben diese Brecher-Items bzw. der Counterbreaker wieder vorhanden sein wird in dem neuen Spiel. Und darüber gibt es jetzt auch wirklich nichts Neues. Also es ist immer noch aktuell so, dass es das eben geben wird. Aber was sie jetzt eben gesagt haben, was sie ändern werden am Gameplay, sind nämlich diese Typen. Und zwar ultimativer Jutsu-Typ, Awakening-Typ und eben Drive-Typ. Diese drei Typen werden wieder rausgeschmissen aus dem Spiel und werden natürlich dagegen ersetzt, dass eben ein Charakter eben wieder alle drei Sachen auf einmal einsetzen kann. Sprich, ein Charakter kann eben seine ultimativen Jutsus einsetzen, seine Team Combinations, die sind natürlich auch, die bleiben weiterhin vorhanden. Dann kann der Charakter natürlich wieder in den Erwachen gehen und dann kann natürlich der Charakter seine Support-Charaktere rufen bzw. Unterstützung anfordern, indem er zum Beispiel Nahkampf auswählt oder sonst irgendwas. Und das eben wird eben bei einem Charakter alles vorhanden sein und nicht so, dass man eben sich für eins entscheiden muss. Und das finde ich auf jeden Fall sehr geil, weil das hat mir bei Revolution so ein bisschen gefehlt, dass man irgendwie so ein bisschen eingeschränkt war. Ich meine, man hat irgendwie Awakening ausgewählt, wollte dann aber irgendwie dann doch im Kampf währenddessen vielleicht eine Ulti irgendwie einsetzen und dann ging das irgendwie nicht. Und das war schon irgendwie schade, einfach diese Umstellung von Storm 3 auf Revolution war meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr schwer für mich, weil ich einfach alles gerne eingesetzt habe und nicht mich irgendwie nur auf eins spezialisiert habe. Ich weiß nicht, wie ihr das fandet. Fandet ihr zum Beispiel Storm 3 oder Storm Revolution besser vom Gameplay? Meiner Meinung nach fand ich Storm 3 vom Gameplay besser. Ich war auch in Storm 3 viel, 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 viel besser unterwegs wie in Revolution. Was meiner Meinung nach jetzt vielleicht noch geändert werden muss, ist einfach, dass der Counterbreaker, heißt Schützenviereck, dass das rausfliegt. Das muss nicht drinnen sein. Das ist so ein richtiges kleines Bonus-Extra für Leute, die die ganze Zeit nur abhauen, beziehungsweise irgendwie nur spammen und irgendwie nach hinten springen und den Gegner kommen lassen und dann das immer einsetzen, dass sie den Gegner schön irgendwas reindrücken können. Und da ist meiner Meinung nach, ist es einfach so, dass man das rauswerfen muss. Wenn dieses Brecher-Item drinnen bleibt, also diese zwei Brecher-Items, wenn die drinnen bleiben, dann ist es für mich okay. Aber wenn dieser Counterbreaker wirklich vorhanden sein wird, immer noch, dann finde ich das wirklich sehr, sehr, sehr schade, weil ich finde, das macht das Spiel mega, mega mäßig kaputt. Das ist wirklich so ein richtiger Bonus für Leute, die spammen oder einfach nicht richtig spielen können. Es tut mir leid, dass ich das sage, aber meiner Meinung nach ist das so. Wer eine andere Meinung hat, kann sie gerne konstruktiv in die Kommentare schreiben. Dann kann man da gerne mal diskutieren drüber. Aber das könnt ihr gerne mal machen, dann diskutieren wir auf jeden Fall darüber mal. Aber wie ist eure Meinung? Findet ihr das jetzt besser? Findet ihr das schlechter? Was muss eurer Meinung nach noch geändert werden am Gameplay, damit Storm 4 wirklich für euch ein mega Kaufgrund ist? Weil ich würde es jetzt mal so sagen, Storm Revolution würde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht nochmal kaufen. Wenn ich jetzt kein YouTuber wäre. Also wenn ich YouTuber wäre und ich Videos mache und meine CD geht kaputt, natürlich würde ich es dann nochmal kaufen. Aber wenn ich jetzt einfach, sagen wir mal, einfach kein YouTuber wäre, einfach ein ganz normaler Typ, der einfach für sich zocken will, und mir dann die CD kaputt geht, ich würde mir wahrscheinlich die CD nicht nochmal kaufen, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hätte, weil das Spiel sich meiner Meinung nach vom Gameplay her überhaupt nicht gelohnt hat. Das hat mich eher genervt. Das hat mich wirklich eher genervt, diese Counterbreaker da, diese, ich hau ab jetzt und ich setze den Counterbreaker ein, wenn du mir zu nahe kommst. Das geht mir so auf die Eier, also das geht mir so dermaßen auf die Eier, dass sie wirklich schon mehrmals geplatzt sind, wirklich meine Eier. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht, schreibt mir das auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare. Und ich bin auf jeden Fall positiv überrascht über CyberConnect 2, dass sie jetzt wenigstens diese drei Typen da rausgeworfen haben und dass sie einfach wieder das alte Setting aus Storm 3 rauspacken. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr glücklich darüber. Jetzt müssen sie nur noch wirklich diesen Counterbreaker rauswerfen und dann ist das Spiel auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg.
Jetzt schreibt ihr mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst noch vielleicht eine positive Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Und auch vielleicht ein Abo. Unterstützt mich wirklich sehr. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zu einem weiteren Video wieder. Ich bin euer Spooky. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tödelö.